Okay, also es ist, das Werk heißt Vanity, No Title oder Not Idle. Ja. Ich war mir bei der Betitelung dieses Werkes eigentlich gar nicht so sicher. Mir ging es natürlich auch gar nicht um den Titel, mir ging es eigentlich darum, Provokation darzustellen, ja, aber eine etwas tiefsinnige Provokation. Und zwar hatte ich deswegen gewählt die Darstellung extremer Eitelkeit. Mhm. Und es ist praktisch ein Schauwerk zwischen Sinneswahrnehmung und Bewegungsabläufen. Die sensitive Filigranisierung und der unbewusste Ausdruck von Eitelkeit stellt eine provozierende Gleichgültigkeit dar. Das ist das, so viel kann ich zu dem Zeitpunkt zu dem Bild sagen. Ich hoffe, das reicht Ihnen. Ja, das reicht. Also es sind Mischtechniken, es ist Acrylik, es ist ein minimaler Teil gebrushed, es ist gemalt auch. Ja. Mit Stiften und es sind Spachteltechniken vorhanden, also minimale Spachteltechniken. Ja. Auf diese Spachteltechnik bin ich besonders stolz. Diese Spachteltechnik, das ist die Ottocento, nennt sie sich. Das ist Antico Veluto, das ist eine italienische Spachteltechnik. Ja. Je nachdem, wie man auch das Licht beleuchtet, hat man das Metallpigment schimmert anders. Der Rest ist natürlich auch in Acryliken entstanden, mit Kupfer und ja, English Green. Diese Konturierung ist dann, das ist Englisch. English Green nennt sich das von. Ja. Ist das von Artisten? Ich weiß es jetzt gar nicht mehr. Ja, aber die ganze Komponente verträgt sich sehr gut mit der Fairness. Ja. Ich wollte eigentlich einen Rahmen selber bauen. Mhm. Das Material liegt noch bei mir zu Hause in der Werkstatt. Und ich habe es zeitlich nicht geschafft, Franz. Die Firnis musste trocknen, das Bild muss atmen. Mhm. Und deswegen sind wir nach Bösner gefahren. Eine gute Freundin und ich, wir sind nach Bösner noch gefahren und haben uns beraten lassen. Und wir haben uns nachher für diesen Rahmen entschieden. Er wirkt nicht zu breit, er wirkt auch nicht zu gedrungen. Die Farben spiegeln sich gewissermaßen wieder in dem Werk. Mir gefiel der Rahmen ganz gut. Das liegt halt im Auge des Betrachters. Ja, danke.